Nein, der Battle-Modus. 29-29. Weißt du, es ist jetzt wie früher beim Fußball. Nächste Tor entscheidet. Battle-Modus wird jetzt gespielt. Luftballons knallen lassen. Das Ganze geht dann 3 Minuten. Und wer in diesen 3 Minuten die meisten Abschlüsse gemacht hat, natürlich der gewinnt. Wer hat den Tiefschnitt eigentlich hingelegt? Aber die Enttäuschung, ja, also... Wettkampf, ne? Man muss sagen, großen Respekt an die Kloinkowski Brothers, die sich hier wirklich souverän zurück in diese Partie gespielt haben. Alter Vater. Danke, danke. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Ich denke, das wird Team Late Nights auch honorieren. Ich hoffe nur, dass es nicht den psychischen Tiefschlag gibt. Dass Team Late Nights jetzt nicht zusammenbricht, sondern sich daran erinnert, was ihre Stärken waren in den ersten Rennen. Und es vielleicht nochmal abrufen können auf den Punkt genau hier. Man muss sagen, es steht ja jetzt noch insgesamt 2-2. 2-1 steht es jetzt. Sorry, steht 2-1. Dann wurde gerade Gleichstand gemacht in diesem Cup. Das heißt, wer diesen Battle Mode gewinnt, hat diesen Cup gewonnen. Und damit würde es entweder 3-1 oder 2-2 stehen. Das ist richtig. Richtig. Also, wer diesen Battle Mode gewinnt, hat sozusagen den Cup gewonnen. Und dann würde es entweder 3-1 stehen oder eben 2-2. Wir schauen uns das an. Der Battle Mode beginnt 3 Minuten. Ab jetzt. Natürlich im Blau haben wir wie immer Team Late Nights und in Rot haben wir die Köln-Wajkowski Brothers. Oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Außerdem natürlich mit auf dem Spielfeld auch die ganzen anderen Charaktere aus Mario Kart, um das Ganze natürlich viel spannender zu machen. 1-0 für Rot. Und man kann auch alle 3 Luftballons verlieren. Man wird neu aufgesetzt und bekommt neue Luftballons. Trotz alledem geht es natürlich an die Punktzahl. 2-0 fürs Team Rot, aber noch keine Punkte für Late Nights hier. Nee, lass mich abschließen. Jetzt vielleicht mal den ersten Punkt. Nein. Woher kriegen die Punkte? Weil wir euch getroffen haben. 3-0. Nils hat schon seinen ersten Luftballon verloren. Hä? Eddie noch mit allen dreien, aber der hat noch keine guten Punkte gemacht. 4-1, der erste Punkt fürs Team Late Night. Oh, wo kriegen die Punkte her? Nils fragt einen, wo er die Punkte herbekommt. Er muss einfach seine Gegner mal abschießen. Dann bekommt man auch einen Punkt. Hä, aber wie? Hä, ich glaub's nicht. Vielleicht sollte Nils auch mal reinfahren. Da sind die Eddie sammelt gerade alleine Punkte fürs blaue Team. Ja, Nils fährt an und die Außenrunde. Er muss natürlich in das Zentrum reinfahren. Da tummeln sich alle Leute. 5-4. Wieder ein Punkt von Eddie. Da der Tintenfisch charmant eingesetzt. Somit haben Late Nights 5-6. Late Nights ist überholt. Und wenn sie dieses hier gewinnen, dann sind sie wirklich der Sieger, kommen direkt ins Finale. Ja, was ist denn mit den Kloinkowski Brothers? Da ist schon lange kein Punkt mehr gekommen. Da ist er wieder. Wieder ein Punkt für Kettenkowski. 2 hintereinander direkt. 6-7 steht es jetzt, 7-6 für genau diese Person hier mit seinem Gefährten. 7-8, da haben die Late Nights wieder aufgeholt, ist wieder 8-7, hin und her, 9-7, 9-8 steht es. Eddie hat noch die rote Schildkröte, das ist ein sicherer Punkt. Ja, das meine ich halt die ganze Zeit. Wir werden nicht getroffen, wir kriegen trotzdem Punkte. Es sind ja noch mehr Fahrer im Feld. 10-8 für die Wajkowski Brothers. 10-9, ja, Kloinkowski. Das gab es noch nie bei Mario Kart. Die wird geschnürt. 10-10 steht es und die letzte Minute hat soeben begonnen. 10-11, wieder die knappe Führung für Team Late Nights. Mach mal einen Punkt. 11-11. Das ist ja ein Hin und Her. 12-11, das sind auch die Bananen, Jungs. Das sind auch die Bananen, wenn da der Gegner drüber fährt. Nein! 13-12 für die Kloinkowski Brothers. Noch 35 Sekunden. Ich glaube, da muss der Nils einen Punkt gemacht haben. Ja, 13-13. Mit dem roten Schildkrötenpanzer 14-13. Alle nur noch ein Ballon. Nein! Ich hatte den Panzer, ich hätte den Nils so. Noch 20 Sekunden. 14-13, knappe Führung für Colin und Captain Kowski. 15-12. Du hast es doch schon fast. Teammate abgeschossen. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und damit haben wir einen Sieger. 2-2 steht es nun overall. Und das heißt, jetzt muss eben noch ein Decider-Match kommen. Und ich glaube, das können wir uns erst nach der Werbung antun. Weil das ist ja, ich kann nicht mehr, aber... Ey, lass es uns einfach durchziehen. Komm, wir wollen fertig werden. Auf geht's, Decider-Match. Und was machen wir? Dann machen wir nochmal das. Oder? Decider-Match wird jetzt ausgesucht. Und wir machen natürlich nochmal das Ballon-Match. So, Jungs, das ist das alles Entscheidende. Wie nochmal Ballon-Match? Ist jetzt genullt. Ballon-Match? Und jetzt entscheidet, nächste Tor gewinnt. Okay. Ja, es steht jetzt 2-2. Das gerade. Wollen wir nicht ein Rennen fahren? Wir können auch gerne noch mal einen Cup fahren, aber... Das ist ja voll der Zufall. Wir fahren doch ein Rennen jetzt. Fahrt ein einziges Rennen. Ihr fahrt ein einziges Rennen. Kein Cup, sondern ein einziges Rennen fahrt ihr. Mann, das ist ja... Das sprengt hier das Reglement komplett, was die Jungs hier machen. Nicht nur das Reglement, auch den Zeitrahmen. Das.
ein einziges Rennen wird gefahren. Ach, und der, Team, oder was? Der gewonnen hat. Das Team, das da die mehr Punkte holt. Also. Wenn wir uns jetzt anschauen, denn die Jungs suchen sich, glaube ich, schon die Strecke aus. Suchen noch ihre Karts aus. Jetzt sieht man die Streckenwahl. Und die Strecke, was wird es sein? N64. Nicht Geisterteil, die hatten wir gerade. Nee, aber nicht N64. Ja, super nett. Es wird natürlich überlegt, was man im letzten Rennen noch nimmt. Marius Piste 3 zum Beispiel. Ja, nehmt doch Marius Piste 3. Der Blitzcup, das ist der schwierigste Cup, der hier gefahren wird. Also die schwierigste Strecken. Und dort sehen wir jetzt... Oh, da sagt Denise auch schon, dass er die Strecke gut kann. Schauen wir nochmal zu. Rechte Seite wieder mal Team Leighton, als linke Seite natürlich die Wajkowski Brothers. Colin Kolbrowski. Colin, anders geschrieben, heißt Kloin. Kloinkowski Brothers. Okay. Kloinkowski, wir sehen wieder drei Runden. Und auf dem ersten Platz ist Mario. Schau dir das an, Nils und Eddie haben direkt Glück, sind direkt beide groß. Also den kann man erstmal nichts anhaben. Ihr seid so gelackt. Jetzt erster und zweiter Platz für Team Leighton. Während von hinten Colin hier mit den Pilzen versucht aufzuholen, aber da seinen eigenen Teammate ein bisschen anschubst. Und dann durchs Öl fährt. Och Gottchen. Erste Runde ist beendet worden. Noch sehr kurze Strecke. Zwei weitere. Sehr kurz, aber... Und schwierig ist die, weiß Gott nicht. Eine ganz alte vom Gameboy, glaube ich, noch. Late jetzt auf 1-2 vom Super Nintendo. Genau. Oh, jetzt die Chance natürlich für unsere Brothers hier nochmal... ja, ranzukommen, denn die Teammate Knights war gerade geblendet von der Tinte. Ey, was kriegt denn jetzt Eier an den Kopf geschmissen hier? Eddie. Kennt die alle überhaupt nicht. Die Ruhe selbst. Sehr charmantes Gesicht. Eins und zwei für Late Knights. Ja. Die können sich jetzt fast nur noch selber schlagen. Hey. Während hinten Colin Kampfer sich an Dauer wieder stellt. Haben wir euch. So ein harter letzte Kampf. Runde. Und am Ende gewinnen die, die am besten sind. Ich. 1 und 2 für Team Late Nights. Und wenn sie es bis zum Ende durchhalten, dann sind sie schon im Finale der Giga-Games-Olympiade. Also Koski da oben macht, aber er sieht nicht gut aus. Also das, da verlässt sie gerade ein bisschen... Vielleicht kann Yoshi noch was machen, aber auch der kommt an Eddie nicht vorbei. Natürlich schützt Eddie jetzt seinen Teamkollegen Nils und will einfach nur nicht, dass Yoshi noch vorbeikommt. Und Mario geht in die Zielgerade über den Pfeil. Und da wird er noch getroffen. Da kriegt er die Rakete, die gegen den ersten... Und da zieht Eddie dran vorbei. Trotzdem, und Platz 2 für Team Late Knights. Und somit sind sie im Finale. Zusammen auch mit Max C. Oder auch Max und Sab. Sab und Max. Sab und Max, so nennen wir sie. Und ich glaube, nach diesem Stress tun wir uns ein bisschen Werbung an. Und danach geht es weiter natürlich mit dem Spiel um Platz 3, wo wir uns wieder einfinden werden. Und dürfen dann gegen Colin und gegen Dr. Kowski rein.